Susanne? Susanne! Die ist doch schon vor 4 Stunden heim. Guck doch raus. Ach, das war heute? Ja. Hm. Mist, wieso ist denn jetzt schon heim? Hast du die genauen Personalkosten im Kopf? Nein, aber lass uns doch Pi mal Daumen schätzen. Pi mal Daumen heißt das. Nee, das geht nicht. Das müssen schon die genauen Mitarbeiterkosten sein. Hm, Mist, die sind doch so sein, das Computer. Soll ich sie anrufen? Nee, ihr Computer ist doch da. Geh mal in ihr Büro und guck, ob sie sich ausgeloggt hat. Okay. Ja. Не судьба. Okay, dann halt anders. Handy-Ladekabel, USB. Tastatur, USB. Ja, ein Stecker für 1000 Geräte. Das ist ja das Tolle an dem Standard. Ja, warte mal ab. Der Computer kann USB-Geräte nicht unterscheiden. Deshalb fragt er das Gerät, was es ist. Wenn mein Handy sich als USB-Tastatur ausgibt, glaubt er das. Hm. Pass mal auf. Ein bisschen umständlich so zu tippen, aber okay, du hast den Computer ausgetrickst. Ja, warte mal. Die App hier ist ein bisschen schlauer als so eine normale USB-Tastatur. Der kann ich vorher sagen, was sie machen soll. Moment. Die häufigsten Passwörter. Schnell kann ich mal so Sonne tippen. Das ging schnell. Was war Ihr Passwort? Das willst du nicht wissen. So. Was macht ihr denn hier? Routine, Arbeitsschutzkontrolle. Ja, hier ist alles vorschriftsgemäß. Hm? Was ist das hier? 120480. Ein Passwort? 120.480 Euro, Ella. Nee. Das sind Personalkosten für einen Förderantrag. Ihr brecht nicht gerade in Susannes Computer ein, oder? Könnt ihr in Susannes Computer einbrechen? Ja, hat 5 Minuten gedauert. Ihr seid echt nicht besser als dieser Hacker, der die Nacktbilder von Jennifer Lawrence aus der iCloud gestohlen hat. Er war aber relaxter als wir. Er hat das von seiner heimischen Couch übers Internet gemacht. Hat er auch einfach 1 Million Passwörter ausprobiert? Ja, denn Apple sperrt nicht die Accounts nach 3 Falscheingaben. Außerdem waren die Sicherheitsfragen à la wie ist der Mädchenname deiner Mutter oder wie heißt dein Haustier sehr unsicher. Solche Fragen kann man quasi mit Wikipedia beantworten. Ich wette, solche Informationen findet man über die meisten Leute auf ihrer Facebook-Timeline. Nikola, jetzt weg mal hier von meinem Computer. Woher kennst du eigentlich mein Passwort? War nicht nötig. Du hast ihn gar nicht gesperrt. Ich mach den Förderantrag allein fertig. Das geht eh schneller. Okay, dann gute Nacht, bis morgen. Ja. Konstantin, ich glaube, jemand hat unsere Passwörter geklaut. Oh, du, ich kann das erklären. Was? Du hast 500 Navigationssysteme, 1000 Plastiktüten
und Milchpulver bestellt. Was? Nein. Doch. Heute Nacht ist eine Bestätigung von Amazon per E-Mail gekommen. Morgen. Ich kann immer noch nicht fassen, dass jemand unsere Passwörter geklaut hat. Du hast dich also gestellt? Lass uns mal unser Amazon-Konto vom Lehrstuhl schauen. Vielleicht sind nur die E-Mail gefälscht. Klick mal auf Bestellungen. Ja. Ja, das ist die Bestellung. Das hat tatsächlich jemand bestellt. Ja, warum hast du denn die chinesische Werbung? Ach, das ist schon seit ein paar Wochen so. Aha. Hier ist auch nicht HTTPS in der Adresszeile. Das ist doch nicht die Original-Amazon-Seite. Da stimmt doch was nicht. Lass mich mal schauen, wo die IP herkommt. Aha, chinesische IP-Adresse. Es wäre mir jetzt aber neu, dass die Chinesen Amazon gekauft haben. Das sieht mir nach Phishing aus. Hab ich da was falsch gemacht? Das könnte auch an unserem Netzwerk liegen. Na, Moment. Oh, Junge, geh ran. Hallo? Ja, Salz hier. Ja, du musst sofort unser Netzwerk scannen. Susannes Amazon-Account ist abgefischt worden. Ja, es ist dringend. Hallo. Ihr benutzt kein Internet, bis wir die Sache geklärt haben. Kein Internet? Hm. Ein Leben ohne Internet ist zwar möglich, aber sinnlos. Hier bin ich, Chef. Ich habe erst letzte Nacht einen Netzwerkscan gemacht und unser Netz ist völlig normal. Sicher, dass es ein Netzwerkproblem ist. Ja, vielleicht ist es ja auch nur Susannes Computer. Mach mal hier kompletten Virenscan und gib mir dann einen Bericht. Nikolai! Ja, ich wollte doch nur... Check auf kein Internet. Weder dieser Rechner noch unser Netzwerk sind die Ursache. Haben wir jetzt wieder Internet? Nein! Unsere Webseiten werden immer noch auf irgendwelche komischen Server umgeleitet. Ja, du musst jetzt nicht erklären, was Phishing ist. Woran liegt's? Also, das hier ist die gefakte Seite mit der chinesischen Werbung. Wenn ich jetzt den Stick rausziehe und ohne den Stick neu lade, landen wir wieder auf der originalen Seite. Was ist mit dem Stick los? Keine Ahnung. Ich habe einen Virenscan und einen Rootkit-Scan gemacht und der Rechner und der Stick sind sauber. Der Stick war sogar leer und ich habe ihn zur Sicherheit nochmal neu formatiert, aber sobald er im Rechner steckt, werden die Webseiten trotzdem umgeleitet. Also die Sticks wurden in der Fußgängerzone als Werbegeschenke verteilt. Infizierte Hardware. Das ist ja noch eine Nummer härter als so ein einfacher Virus. Klingt nach Brutkasten. Nein. Das klingt nach Hardware-Labor. Der Stick macht irgendwas und ich will wissen, was. Wir brauchen einen unmodifizierten Stick zum Vergleich. Nikolai, schau mal bei Saturn oder Mediamarkt, ob du denselben nochmal bekommst. Den gleichen? Ja. Okay, wir treffen uns dann in einer Stunde im Hardware-Labor. Hier ist der USB-Controller. Mit dem kommuniziert der Stick über die USB-Schnittstelle mit dem Computer. Der ist in allen USB-Sticks gleich. Und hier beim Speicherstick haben wir natürlich dann in dem Fall 16 GB Flash-Speicher drin. Der Stick ist leer. Auf dem Computer ist kein Virus. Wie soll es da gehen, dass der USB-Stick Internetadressen manipuliert? Ja, lass uns den mal anstecken und gucken, was passiert. Aha! Es melden sich zwei USB-Geräte an, obwohl wir nur eins eingesteckt haben. Der Stick gibt sich also gegenüber dem Computer als Netzwerkadapter aus. So manipuliert er wahrscheinlich die Internetadressen. Ja, und der neue Stick? Wo wissen wir denn, dass der nicht bereits manipuliert ist? Weil kein Mensch je eine USB-Stick-Verpackung aufgekriegt hat. Na also,
ein ganz normaler Speicherstick, sonst nichts. Wir extrahieren jetzt mal die Firmware aus beiden USB-Sticks und vergleichen sie. Bingo, sie unterscheiden sich. Ich würde zu gern wissen, was die Unterschiede bedeuten. Dazu müssten wir den Binärcode analysieren, um zu wissen, was er macht. Nur in schlechten Hollywood-Filmen können die Leute durch bloßes Hingucken den Binärcode entziffern. Aber wie haben die den USB-Controller-Chip umprogrammiert? Braucht man dazu nicht teures Equipment? Nein, das kannst du mit jedem Computer machen. Du musst den Stick nicht mal aufmachen dafür. Ja, dann kann also jeder Kleinkriminelle ganz einfach so ohne teures Labor einen USB-Stick nach dem anderen anschließen und umprogrammieren? Schlimmer noch, stell dir vor, der USB-Stick infiziert den Rechner. Dann kann er ab sofort jeden angesteckten USB-Stick weiter infizieren. Das ist wie eine ansteckende Krankheit. Wir müssten also etwas entwickeln, was verhindert, dass sich ein USB-Stick als etwas anderes ausgibt, als er ist und andere Geräte infiziert. In Russland hätte man USB jetzt einfach verboten. Ja, ich will ja immer noch meine Tastatur anschließen können. Wir brauchen also eine Art USB-Kondom. Ja, prinzipiell schon, ja. Dieses USB-Kondom, das ist ein Gerät, das man zwischen den USB-Stick und den Computer steckt. Das klingt jetzt aber nach Brutkasten. Definitiv, Brutkasten. Ich hoffe nur, es wissen nicht allzu viele Leute, wie man USB-Sticks manipuliert. Wenn das publik wird, dann gute Nacht.